Redfall hat schon so einige Stolpersteine hinter sich, begonnen mit der fälschlichen Annahme, es handle sich um ein Left 4 Dead mit Vampiren, über Verschiebungen bis zur Ankündigung, dass der 60-Frame-Modus für die Xbox Series X erst nach dem Release nachgereicht wird. Nun ist das Spiel endlich da und trotz aller Probleme im Vorfeld waren wir gespannt, ob Entwickler Arkane Austin an alte Geniestreiche wie Dishonored oder Prey anknüpfen kann. Spoiler, nein, ganz und gar nicht. Wenn man auf einer einst idyllischen Insel feststeckt, die Sonne sich verdunkelt hat, roter Nebel über den Boden zieht und erstarrte Wellen in Tsunami-Höhe es unmöglich machen, der Insel zu entkommen, ist das schon saudumm. Noch bescheuerter ist es, wenn es auf der Insel namens Redfall nur so vor Vampiren wimmelt, ein Teil der Überlebenden den Vampiren die runzligen Blutsaugerfüße küsst und Söldnertrupps durch die Straßen ziehen. Genau das ist die Ausgangslage in und auf Redfall, einer an sich typischen Küstenstadt in Massachusetts. Als einer von vier Vampirjägern gilt es, den Vampiren Einhalt zu gebieten, die Hintergründe der Vampirinvasion aufzuklären und die wenigen friedlichen Überlebenden zu schützen. Die vier Jäger, die zur Auswahl stehen, unterscheiden sich nicht bei der Waffennutzung, haben aber ihre eigenen Skills. Jacob tarnt sich, markiert Gegner und erledigt gleich mehrere Feinde hintereinander mit seiner Psi-Sniper. Layla nutzt eine Art Psi-Teleporthäuschen, einen Psi-Schild und ihren Vampir-Ex, der ihre Gegner attackiert. Remy wirft mit C4 Haftladungen um sich, hetzt ihren Roboter als Ablenkung auf den Feind oder erzeugt koopfreundlich einen Heilkreis. Devinda grillt etwaige Gegner mit seinem Blitzspeer, teleportiert sich mittels eines Tools oder lässt Vampire im UV-Licht erstarren. Grundsätzlich keine üblichen Mechaniken, die sich aber im kooperativen Spiel gut ergänzen und mit verschiedenen Perks noch aufgewertet werden können. Erfahrungspunkte sorgen für Level-Ups und dafür gibt's Skillpunkte, ihr kennt das ja. Und ja, ihr könnt Redfall solo spielen, es ist ein storybasierter Shooter, aber auch optional im Team mit bis zu vier Spielern zu Werke gehen. Mit dem kleinen Haken, dass nur der Host seine Story- und Missionsfortschritte behält. Drei Schwierigkeitsgrade stehen euch von Beginn an zur Verfügung, die im Koop aber fast schon zu leicht sind. Habt ihr das Spiel einmal durch, gibt's mit dem New Game Plus einen vierten Schwierigkeitsgrad, der dann tatsächlich auch interessanter wird. Willkommen in Burial Point. Die Story führt euch in zwei umfangreiche Teile von Redfall, in denen euch jeweils eine Basis zur Verfügung steht. Dort tummeln sich diverse NPCs, die allerdings durch die Bank sehr statisch und farblos wirken. Die Hauptmissionen werden mit Zwischensequenzen vorgestellt, die aber nur aus leicht animierten Standbildern bestehen. Auf echte CGI-Sequenzen hat Arkane verzichtet, warum auch immer. Von wegen Götter, Bliwong. Son demonios. Hey, Unterschlupf. Weitere Missionen erhaltet ihr in der offenen Spielwelt, vor allem in den Unterschlüpfen. Das sind Gebäude, deren Zugang ihr erst durch das Aktivieren eines Generators freischalten müsst. Danach schützt UV-Licht die nähere Umgebung vor Vampiren. Der Unterschlupf dient ferner als Schnellreisepunkt, Respawnpunkt und gemütlicher Platz zum Aufstocken der Munition. Außerdem bekommt ihr in jedem Unterschlupf zwei Aufträge. Einer führt euch in eine recht zufällige Mission in der offenen Spielwelt, der zweite schickt euch in den Kampf gegen einen Vampirleutnant, der eigentlich ein Miniboss sein sollte, sich aber als ziemliche Lusche entpuppt. Danach gilt der Stadtbereich als gesäubert, was auf der Spielwelt aber keine sichtbaren Auswirkungen hat. Kommen wir gleich zu einem Problem. Arkane hat sich zwar Mühe gegeben, eine hübsche Küstenkleinstadt auf die Beine zu stellen, aber Redfall ist zu statisch. Einziger wirklich beachtenswerter Aspekt sind die sporadischen Rabenschwärme am Himmel, die auf versteckte Nebenquests hinweisen können.
Etwas besser sieht es bei den zahlreichen Gebäuden aus, insbesondere wenn darin Teile der Hauptstory ablaufen. Anhand von Büchern, Schriften und Spuren kann man ein wenig darin eintauchen, was in der Stadt passiert ist. Dabei gibt es durchaus Lichtblicke im Leveldesign. Die Addison Villa oder das Puppenhaus sind schon ziemlich geil gestaltet. Das ist aber leider die Ausnahme und wird schnell dadurch entwertet, dass Redfall beim Missionsdesign gewaltig schwächelt. Die Unterschlupfmissionen laufen immer gleich ab, die meisten Nebenmissionen sind stumpfe Objektbeschaffungen. Und selbst die Abläufe der Hauptmissionen sind nicht sonderlich einfallsreich, im Falle der großen Vampirbosse sogar sehr ähnlich. Bei der Shooter-Spielmechanik sieht es immerhin besser aus. Das Gunplay ist recht ordentlich, sobald man die Controller-Steuerung nachgebessert hat, da die Grundeinstellung für die Tonne ist. Die Originalität von UV-Strahlern, Bolzenwerfern oder Signalpistolen hat aber durchaus ihren Reiz, zumal euch in Verbindung mit den Skills viele Spielstile offen stehen. Hier gibt's aber auch einen Haken. Das Repertoire an Waffen ist insgesamt überschaubar. Zwar findet ihr reichlich neue Waffen als Loot, aber das sind im Prinzip nur Varianten in unterschiedlichen Qualitäten und mit wachsenden Leveln. Ein Upgrade-System gibt es nicht, auch ein Crafting-System ist nicht vorhanden. Wer auf viel Loot aus ist, findet vielleicht sein Vergnügen in den Vampirnestern, die ab einem gewissen Zeitpunkt immer wieder auftauchen. Das sind lineare, prozedural gestaltete Dungeons, in denen ihr das Herz zerstören müsst. Schafft ihr das, erhaltet ihr ein Blutartefakt mit Gesundheitsbonus und einigen Perks. Generell könnt ihr den Vampiren im Kampf zwar die Hitpoints runterballern, aber der Abschluss muss dann doch durch Pfählen oder andere geeignete Methoden wie Feuer oder einige der Skills erfolgen. Die Vampire sind hochaggressiv und hauen im Nahkampf ordentlich rein, erst recht, wenn sie im Rudel auftauchen. Menschliche Gegner stammen aus den Lagern der Kultisten oder der örtlichen Söldnertruppe und zeichnen sich oft durch kolossales Versagen ihrer künstlichen Intelligenz aus. Was man hier erlebt, ist wirklich manchmal etwas absurd. Technisch ist das Ganze schwierig. Auf Konsole werden selbst nicht die 30 Frames immer gehalten. Für einen Xbox-Exklusivtitel ist das im Grunde ziemlich inakzeptabel. Und das bei einem Spiel, das nun technisch wirklich nicht beeindruckend ist. Hinzu kommen dann auch noch diverse Bugs. Für den exklusiven Microsoft-Titel ist das schon eher ein Desaster. Auch auf dem PC läuft das Spiel alles andere als rund. Mit anderen Worten, Redfall wurde unfertig auf den Markt geworfen. Was passiert wohl mit den schlechten Gedichteschreibern? Jetzt wird's mollig. Wir fragen uns schon, was hinter den Kulissen von Arkane, Bethesda und Microsoft alles vorgefallen sein muss, damit solch ein Ergebnis herauskommt. Redfall versucht den Spagat zwischen Storyspiel, Open-World-Titel und Koop-Gameplay, fängt sich dabei aber eine recht schmerzhafte Leistenzerrung ein. Schlussendlich können nahezu alle Elemente nicht voll und ganz überzeugen und kommen zum Teil über pures Mittelmaß nicht hinaus. Die eigentlichen Stärken von Arkane, nämlich Erzählung, Kreativität und Leveldesign, entdeckt man nur in minimalen Ansätzen. Das ist schade, denn zumindest das Gunplay ist solide und dank UV-Waffe oder Bolzenwerfer sogar halbwegs originell, auch die Skills der Charaktere sind sinnvoll angelegt. Aber warum ist die Gegner-KI dumm wie Bohnenstroh? Warum sind die Standardeinstellungen für den Controller unbrauchbar? Warum bekomme ich solo auf mittlerer Einstellung den Hintern versohlt, während es im Zweierkoop bei maximaler Schwierigkeit der reinste Spaziergang ist? Warum werde ich mit den immer gleichen Waffen zugeschmissen, statt gleich ein vernünftiges Upgrade-System zu integrieren? Das Spiel umfasst mit Story und Nebenmissionen gerade mal 15 bis 20 Stunden. Augen zu und durch, könnte man sagen, aber selbst die begrenzte Zeit wird durch etliche technische Probleme getrübt. Redfall hätte noch locker 2 oder 3 Monate Polishing vertragen können. Damit wären zwar die grundsätzlichen Probleme hinsichtlich des Konzeptes nicht behoben worden, aber zumindest wäre das Spiel dann technisch auf einem akzeptablen Niveau.
Redfall hat durchaus einen gewissen Unterhaltungswert und wer den Game Pass hat, sollte dem Spiel nach einigen Updates durchaus mal eine Chance geben. Ein Lockvogel für Xbox Series X und S und Game Pass ist das Spiel allerdings nicht und erst recht kein Aushängeschild für die einst so guten Arcane Studios. Ich werde! Ich kann niemals sterben!